Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival in der Version 0.4.0.3 heute mit unserer 30. Folge der dritten Staffel. Ich lasse die Kamera diesmal gleich wieder verschwinden, weil ich habe mich noch nicht jetzt damit auseinandergesetzt, dass der Autofokus ständig rumspinnt. Penny wollten wir, Tag 21, rüber zu Tag 22. Jetzt ist Schicht im Schacht, hier lass mich pennen, verdammt nochmal. So, Licht aus, Klappe zu, Affe tot. Aha. Was ist das? Meine Axt wahrscheinlich, weil die ich beim Atmen so hin und her schwinke. Kennt jeder. Beim Atmen erstmal einen halben Ratschlag machen. So. Herrlich. Wir sind da. Oh. Der ist fertig gebaut. Und ich weiß es gar nicht mehr. Dann kann ich ja den Zettel mit meinen Metal Scraps. Nee, nicht Metal Scraps. Metal Gears wegschmeißen. Gut. Haben wir das Ohr erledigt. Habe ich den jetzt schon betankt? Offensichtlich. Was, dann kannst du gleich nochmal was einfüllen hier. Gott, also für Beleuchtung werden wir machen können. Alter Schwede. Das wird noch ein verendet auch Plätzchen hier. Aber vorher brauche ich unbedingt Verstärkung hier. Das geht nicht anders. Das dauert sonst viel zu lange, wenn ich das alles im Alleingang mache. So. Stacken. Ach, hier ist der Baustellenhammer. Okay. Gut, dass wir da auch mal drüber redet haben. Nimm die mal mit raus. Arbeit noch was vor. So, Holz und das Zeug. Obwohl, nee, das verbrennen wir wieder, ne? Dann kannst du eigentlich schon mal anfangen hier. Obwohl, nee. Das mache ich mit den anderen zwei Spinden. Die hier. Die sind zwar jetzt noch nicht leer geräumt, da müssen wir jetzt ja erstmal viel hin und her schieben. Metal Scraps kommen hier rein. Ich stelle das erstmal so hin, dass ich hier noch an die Leiter rankomme. Zack. Nein, komm mal hier. Ah. Da. Und hier machen wir erstmal die Components drin. Da fällt mir doch erstmal auf, dass ich das noch übersehen habe. So. Dann. Genau. Aha. Halt dich erwischt, du. So. Zack. Bam. Die können wir auch erstmal hier rein. Nägel. Machen wir erstmal hier rein, weil das unser Baustellengedönse ist hier. Ja. Macht jetzt weniger Sinn, jetzt wo ich es nochmal gehört habe, nachdem ich es, also wie ich es gesagt habe, also egal. Denkt einfach nicht drüber nach. Ich mache es ja auch nicht, wie ihr merkt. Herrlich. So, und dann gehe ich aber erstmal runter, werde den 100er Hammer da mal ablegen. Weil jetzt wissen wir ja, dass es doch nicht der Baustellenhammer ist. Dann habe ich schon mal einen Slot mehr im Inventar frei. Das sind Waffen. Ja. Zack. Weiter geht's. Dann haben wir da noch einen Koffer und den Metallkoffer und so weiter und so fort hier, ne? Also, wir sind noch lange nicht fertig. Um Gottes Willen. Okay, der Apfel ist jetzt schon um 25% gesunken. Das ist einfach nur krass. Also, wenn das mit den Kühlschränken immer noch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich mich an den Zuschauertipp halten, der wiederum dann doch schon mehr ins Bug-Using reingeht. Aber anders sehe ich die Mission nicht lösbar von der Apfeltante hier, von der Rachel mit ihren Äpfeln. So, das hatte ich ja schon ausgeräumt, genau. Ja. Falsch. Zack. Zack, zack. Ah, hier war auch falsch, okay. So, zack. Dann haust du dir das mal hinter hier. Mein Helm hat aber schon auch schon wieder ein bisschen gelitten, oder? Oh, schauen wir mal nach. Oh, geht aber noch, geht aber noch. Bringen wir dem auch hier. Ich hoffe, ich habe hier noch einen Platz frei. Ja, habe ich noch. Oh, ich sehe aber auch gerade, ich könnte jetzt eigentlich schon mal den hier wieder ausrüsten. War noch schade, dass das nicht vom Inventar aus geht. Zack. Den werden wir nämlich bald benötigen. Zack, zack. Oh, herrlich. Einfach herrlich. Wenn man die Sachen noch wegbekommt, ne? Wenn man so eine richtig schöne große Loot-Tour machen kann und das alles wegbekommt.
Das wollte ich hier noch draufstecken, genau. Kannst du erstmal mit drauflegen, das auch. Die Autoteile, die werden wir mal eben mit nach Hause nehmen. Das kannst du drauflegen. Die hätte ich theoretisch oben lassen können. Hatte ich oben nicht noch so eine Tränkekiste hingestellt? Nee, Quatsch, ich hatte bloß das Ding da hingestellt, wa? Hm. Könnte ich rein theoretisch... Nö, okay. Dann nicht. Schmeiß die mal dahin. Vielleicht fällt es mir ja irgendwann wieder auf. Zum Glück sind die ewig haltbar. So, Inventar noch ein bisschen leer machen vielleicht. Ach komm, ja. Leg hin alle Zeugs. Du musst da sowieso irgendwann wieder aufräumen. Und jetzt wiederum geht's an die Hühner. Vorher fahren wir aber nochmal nach Hause, weil die Geschichte ist noch lange nicht fertig. Könnten wir die gerade schon fertigstellen? Nee, könnten wir nicht, weil uns hier noch die Werkbank fehlt. Die müsste ich auch noch holen. Ja, also erstmal nach Hause. Da können wir erstmal die ganzen Dinge einschmelzen, die wir noch brauchen. Beziehungsweise können noch weiter Munition herstellen lassen und so weiter und so fort. Kohle müssen wir noch ganz viel herstellen. Ganz wichtig, dass wir unser Schießpulver jetzt machen können. Dann versuchen wir so schnell wie möglich mal in die Stadt zu huschen, da das Gewehr mitzunehmen. Und nochmal ein bisschen Saatgut. Müsste da auch noch irgendwo rumliegen. Und den Revolver, wie wir ja nun in der letzten Folge uns noch erinnert haben, dass der da noch liegen müsste. Und wenn wir das alles haben, holen wir uns den Scott und da können wir erstmal in Ruhe bauen. Machen seine Quest fertig, machen den Aufzug fit. Dann bauen wir in Ruhe unsere Base aus und dann gehen wir irgendwann mal zum Tank und versuchen den zu verprügeln. Oder wenigstens in einem Stück da rauszukommen. Also wir, nicht er. Moin! Alles fit, ihr Nasen? Finde ich gut. Was will ich hier? Weiß ich auch nicht, was ich hier will. Ich wollte hier eigentlich sagen, wenn ich gerade schon mal hier bin, könnt ihr hier gerne mal Dinge tun. Bist du gerade hier gespawnt oder wo hast du gestanden? Creepy! So, hier haben wir nämlich noch einiges übrig, aber viel zu wenig Federn, wie wir ja wissen. Oh. Na gut. Egal. Lum, lum, lum. Was hatte ich denn drüben noch im Auftrag? Hatte ich da nicht noch irgendwelche Pfeilspitzen im Auftrag gegeben oder so? Was lag hier? Ein Hardstick. Ja, 16 Stück immerhin. Ah, herrlich. Herrlich. Aber hier waren wir noch nicht durch. Okay. Wir räumen jetzt erstmal die Munitionsgedönse rüber. So. Zack, zack, zack. Und hier ist mal ein kleines bisschen wenigstens. So. Der Apfel, ja, den werden wir uns wunden lassen, denke ich mal. Den zweiten kriegen wir so schnell nicht. Und selbst wenn, dann haben wir immer noch das Problem mit dem Bug, dass wir erstmal die Mission vom Scott lösen müssen. Ja, das gibt's mir alles mit hier. Zink, Kupfer, Eisen. Hier oben hatten wir dann die Sachen drin für Schwarzpulver. Ah, ich habe doch gar keine Reload-Bench. Verdammerisch. So, zwei Teile davon, ein Teil ab. Nein, 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 Robin. Was machst du denn? Das geht doch hier nicht. Jetzt habe ich die Sachen geschrottet, ne? Nein. Och, nö. Ah, alles klar. Immer der zuletzt geöffnete, ne? Gott, ich hab noch so viel Baumaterial. Aber wir haben einige Sachen doch endgültig verloren, glaube ich. Oder ich finde sie irgendwann mal in irgendeiner Kiste wieder. Hm. Vielleicht hier? Ah, Tatsache! So. Zwei Teile davon. Ein Teil davon. Ah, das reicht gar nicht mehr für alles. Okay, dann machen wir wenigstens nochmal ordentlich High Quality Iron. Ja, komm, schmelz ein, schmelz ein.
Warte mal, mach mir das mal split half. Mach mal so und so. Dann kriegen wir wenigstens noch die Hälfte draus. So. Oder auch nicht. Aber jetzt. Ja klar, hab mich auch verrechnet. Juti, dann haben wir das schon mal hier in der Mache. Das kann jetzt schon mal vor sich hin dröseln. Die Workbench ist jetzt gerade in der Benutzung. Oder ist die fertig? Ach, die ist schon fertig. So, umso besser hier. Weil jetzt wird hier mal ein bisschen umgeräumt. So. Das nehmen wir noch raus hier. Ich habe mich keine Lust, überhaupt keine Lust, die ganzen Updates hier nochmal reinzuhämmern. Deswegen kommt die Workbench so, wie sie ist, mit. Vorausgesetzt, sie will. Ah, jetzt geht das wenigstens. Es ging nämlich vorher nicht. Es war immer exakt ein paar Millimeter zu wenig Platz, um das hier rauszuboxieren und dann nach oben zu heben. So, wir stellen uns natürlich wieder vor, dass wir hier, na okay, den Hocker mache ich noch weg. Aber dass wir hier natürlich wieder die Dinger dran haben, ne? Wie heißen sie hier? Die Spanngurte? Der hat Magnete unten dran, der Hocker, ne? Ganz, ganz starke Magnete. Und da ist ein Eisenplättchen oben drauf, das seht ihr bloß nicht. Das ist, da hat die Grafikrenderung nicht so gepasst, ne? Dieser verdammte Realismus immer hier in diesem Spiel. Gut, wollte ich hier noch was reinlegen? Das Messer hatte ich überlegt. Nee, das ist das Messer aus dem Auto, fällt mir gerade ein. Alles klar. Hier hatten wir noch den Batterieschrank. Warum stehst du hier einfach so rum? Weiß es nicht mehr. Hier ist noch Medizin, Essen. Mehr Components. Metal Scraps. Naturalien. Noch ein bisschen was zum Umziehen, ne? Ja, Kohle. Aber, wie gesagt, Reload Bench, da wollte ich mal gucken, was würde die kosten? Die würde kosten... Kupferbarren. Verdammt. Ich habe keine Kupferbarren. Nein! Cheater. Nein, ich muss nochmal los, ich muss Kupfer holen. Ah, oh, das gibt's doch nicht! Ah! Verdammt! Naja, bin ich selber schuld, ne? Alles klar, dann ganzer Plan über den Haufen geworfen. Wir gehen nochmal Kupfer holen, verdammt. Oh, wie blöd, wie ärgerlich. Ich hab das schon alles. Mist. Survival. So, wir bringen jetzt aber trotzdem erstmal die Workbench dahin. Oder wisst ihr was? Wir könnten uns ja zu Hause schon mal die... Können wir nicht, weil zu wenig Nägel bei. Moment. Die Blacksmith fertig bauen. Das ist wenigstens etwas. Da kommen wir wenigstens da schon mal vorwärts. In dem Bereich. Wow! Moin! Hier waren sie schon mal nicht drin. Nehmen wir die so lange. War ja auch noch ein bisschen Black Powder, aber das bringt uns auch nicht weiter. Liebsten würde ich den ganzen Schrank schon mitnehmen, ehrlich gesagt. Die Blacksmith, nochmal vorsichtig mal reingucken. Wir haben auf jeden Fall, sollten wir ausreichend Components da haben, Steine nicht. Bretter kann ich direkt vor Ort sägen. Nehmen wir hier noch die Steine mit, bevor ich hier wieder für mein und her fahre. Ah, fehlt uns noch einer, den kriegen wir da irgendwo aufgesammelt. So, zweiter Versuch. Ah, wir könnten auch den Stein da vorne nehmen. Bin gleich wieder da. Wrenches immer schön mitnehmen. Wir brauchen jetzt haufenweise Sticks. Ja, mach die Karre einfach wieder aus, wenn du einsteigst. Ist ganz intelligent. Ich habe das Gefühl, dass dieser... Ah, verdammt, ja. Da fällt mir ein, ich habe auch gestern vergessen, ne? Machen wir jetzt hier zweimal. So, Moment. So, zack. Sagen wollte ich eigentlich, ich habe das Gefühl, dass es doch nicht irgendwie Alien-Parasiten sind, sondern doch irgendwie ein ansteckender Virus von Blödheit. Boah, ernsthaft, warum?
Mann, das Spiel mobbt mich schon wieder. 10.000 Mal fährst du über diesen blöden Hügel drüber und beim 10.001. Mal macht's Crash. Ach, schön, besser, wenn es hier eine Abkürzung geben würde, wenn ich hier nicht mal außen rumfahren müsste. Aber ja, kein Wunschkonzert hier, ne? Hier werden wir dann vielleicht auch irgendwann mal den Weg ein bisschen frei hacken. Dass da nicht so viele Bäume stehen. Ja, mit der Hühnerjagd hat sich heute erledigt, wie gesagt. Würde jetzt zu viel Zeit kosten, weil die Blacksmith, die kostet ja auch nochmal Zeit. Wenn wir die fertig machen wollen. Wir können mal gucken, wie viel Aufnahmezeit ich dann noch habe. Vielleicht gehen wir dann noch ein bisschen Hühnerjagen. Dann würde ich die einfach offscreen schon mal auseinanderrupfen. So. Dann mal hier abstellen. Zack, zack. Und dann kommst du mal bitte mit. Du hast hier jetzt. Jetzt nehme ich ein neues Zuhause. Krieg dich da oben aufgestützt. Ah, sieht natürlich auch wieder sehr realistisch aus, ne? So, bevor ich dich da aber abstelle, muss ich da mal ein bisschen Platz machen. Hallo? MB Martha? Kommst du erstmal dahin? Kommst du erstmal dahin? Du kommst da jetzt wieder weg. Du kriegst irgendwo irgendwann mal einen anderen Platz. Du kommst hier erstmal oben drauf. Naja, haben wir schon mal besser gekonnt, ne? Huch, fast rückwärts runtergefallen hier. So. Kommst du nämlich da hinten hin? Sollst auch ein bisschen als Fallschutz dienen, dass ich da nicht runterknalle in meinem Wust, den ich da manchmal im Kopf habe. Okay, was heißt manchmal eigentlich immer? So. Müsste das so vernünftig passen hier, oder? Kriegen wir aber noch schöner hin. Da. Da würde hier mich die Reload Bench hinkommen. Ja, Reloading Bench. Da könnte man nämlich auch noch die Schrankgeschichte wieder so schön aufstellen hier. Das habe ich Rechtsklick gemacht. Das war natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Wenn es mal wieder schnell gehen soll vor allem. Ne? Ja. Diese Kistengeschichte können wir dann auch wieder hier machen. Dass wir dann hier wieder den Militärkoffer hinstellen. Oben drauf den Spind für die Munitionsgeschichte. Hier wiederum können dann daneben nochmal Spinte hingestellt werden oder Koffer hingestellt werden für die andere Munitionsgeschichte. Die zwei werden dann alle wahrscheinlich nach oben wandern, wo wir ja sowieso schon Essen haben. Und das heißt ja alle wahrscheinlich, die wandern exakt genau jetzt nach oben, wenn sie nicht durch einen Orbit geschleudert werden von mir. Da kommt mir aber gerade noch eine Idee mit den Dingern. Da möchte ich mal was probieren. Meinte ich Durst? Nee. Weil ich gerade die Dose gesehen habe. Komm mal her hier. Über die Kommentare ist ja schon so ein kleines bisschen was an Möglichkeiten kommentiert worden, beziehungsweise diskutiert worden bezüglich Brücken und Treppen. Und da fällt mir jetzt hier gerade noch ein. Schade, schade, schade. Ich habe gehofft, es hat genau die Länge, dass ich es hier zwischenklemmen könnte. Nee. Na gut. Hätte sein können. Dann hätte man mich da oben drauf das Essen trotzdem da lagern können. Man kann das Ding ja bedienen, wenn man hier bloß an den Rahmen rangeht und dann E drückt. Und B hätte man dann da oben drauf und was Flaches legen können als als Lauffläche. Ansonsten, Tobias, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich dich aussprechen soll. Jetzt halten wir die Schichte hier mal ran. Es würde passen, da hast du recht. Also sind wir ehrlich, das sieht irgendwie doof aus, oder? Wenn jetzt hier zigtausend Balken nebeneinander stehen. Ich hoffe, du meinst diese Ecke hier. Ah, guck mal, so würde es gehen.
Das würde gehen, da hätten wir mich dann da oben. Selber Höhe. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Hätten wir nicht. Moment, weil. Ich habe weil. Nein, sondern. Hatten die nicht so eine Absperrung immer? Oder ist das weg mittlerweile? Warte mal. Die hatten doch auch. Ja klar. Moment. Diese Dinger da, diese Querbalken, haben die ja dann trotzdem noch. Aber nur nach vorne hin eigentlich, oder? Muss ich nochmal schauen hier. Vielleicht bin ich einfach bloß blind gewesen. Nee, einmal ringsrum haben sie Querbalken. Dementsprechend müsste ich da immer drüber springen. Von daher ist es leider doch ein bisschen ungünstig. Entweder blockiert es mir hier eine Leiter, wie wir da sehen können. Oder aber ich kann da doch nicht so gemütlich drüber laufen. Da macht es vielleicht doch irgendwo Sinn, wenn wir uns dann eine Voucherbrücke bauen. Oder meine Brücke. Wenn ich es wieder hinkriege, hier in der Ecke. Aber ich glaube, eine Voucherbrücke macht sich da passender. Dass man hier so einen Zaun zwischenzieht. Und hier die Zaunelemente und oben drauf einen Tisch legt. Jeweils. Das passt dann, wenn ich das einfach von da nach da mache. Das sollte passen. So, weiter Blacksmith. Werkzeug haben wir da drüben in der Küste. Wenn ich jetzt hier wieder runterkomme. Werkzeug haben wir da drüben in der Küste, genau. Nehmen wir die auch gleich mit raus hier. 20 Components, Robin. So. Components. Zack, zack. Bin ich doof? Natürlich bin ich doof. So. Was mache ich hier? Ich hätte doch klettern können. So, entschuldige bitte mal kurz. So. Die Dinger prügeln sich jetzt schon mal rein, in der Hoffnung, dass kein Nebel kommt. Ich hätte mal vorher speichern sollen, fällt mir gerade ein. Ich habe mich zwischen den Folgen gar nicht gespeichert. Und ich habe tatsächlich 2 Steine zu wenig bei. Wie kann das sein? Na klar, weil ich bloß 18 mitgenommen habe statt 20. Das erklärt's, oder? 2 Steine, verdammt. Hier oben liegen immer so selten welche. Okay, erstmal Holz hacken. Die Axt haben wir schon ausgerüstet. Das ist auch gut. Sag mal, seid ihr schon wieder nachgewachsen? Oha. Oh. So. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Wie viele Bretter brauchten wir jetzt noch? 12 oder 20? Oder 22? Oder 32? Da nochmal schauen. Stimmt, ja. Der Stamm muss ja auch noch weg. Ah, verdammt, einmal zu viel schlagen. Gut. Zack, 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 zack. Was liegt hier noch? Oh, Branches. Also, die sind doch definitiv wieder nachgewachsen hier. Interessant. Ah, ich brauche bloß noch 14. Alles klar. Dann säge hier mal 16 Stück raus. Dann gehen wir noch schnell nach oben, trinken die Dose weg. sag mal, ich habe hier 2 Wasserflaschen im Inventar. Ich bin auch wieder ein Held. So. Weg geht er. Sogar ein eigenes Essgeräusch. Schön. Dann noch schnell runterhuschen. 2 Steine. Aber wenn wir noch 1, 2 Hühner dabei erwischen, dann ist es natürlich umso besser. Branches liegen aber schon auch noch ordentlich rum. Oh. Kann man immer schon ausrollen lassen hier auf der Ecke. Ja, dein Bruder ist der Nächste. Oder deine Schwester. Na komm, mach's uns beiden nicht so schwer. Nein. Geht doch. Pick up. Pick up. Und du bist der Nächste, hat gesagt. Oder die Nächste. Ich glaube, hier links lag gerade noch ein Stein rum.
Halt still! Ich glaube, hier lag irgendwo ein Stein. Ah, schon, aber keine Aufsammelbaren. Das ist natürlich wieder schlecht für mich. Ich glaube, hier ist aber ein Aufsammelbarer. Nö, auch nicht. Menno! Gib mir Steine! Jetzt hapert es hier wirklich an zwei Steinen, wa? Folgenlang sage ich, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Haben wir hier noch? Hm? Sieht man. Aber hier, Branches nehmen wir jetzt auf jeden Fall immer schon mit. Ich gebe es nicht, jetzt liegt hier keiner der Steine oder was? Doch hier. So, einer noch. Bitte. Okay, das ist ein Hardstick. Ha, da ist ein Stein. Moment, was bist du? Feder, sehr schön. Sehr gerne auch. So. Die Hühner zerlegen wir dann zu Hause, machen uns da auch wieder ein bisschen Fleisch draus, würde ich sagen. Und ein bisschen Fett. Ja, nee, ist klar. Jetzt liegen wir genau hier, wo ich schon angelaufen bin. Ja, nee, ist klar. Danke, Spiel. Boah. Sag's doch, das Spiel will mich mopsen. Aber gut. Ich will nicht meckern, jetzt habe ich endlich Steine. Und Hühner. Ja, machen wir nochmal schön zu Hause Barbecue. Also im alten Zuhause. Dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir mehr oder weniger umziehen könnten. Nee, sind wir nicht. Haha, ich muss ja noch Kupfer holen. Verdammt, ich vergesse das immer wieder. Das sind so unangenehme Sachen, die man so gerne vergisst. Mal extra wegen Kupfer losdüsen. Ich fasse nicht. Ich glaube, das ist mir in der letzten Staffel schon passiert, oder? Wisst ihr gar nicht mehr. Ja. Anhalten. Zack. Klöppen wir hier noch die zwei Steine rein. Dann ernst? Das war bloß ein Anzeigefehler. Really? Ernsthaft? Spiel! Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich hier gemobbt werde von dem Spiel? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe schon mal erwähnt. Ja, ich lasse es so. Ich habe mich gerade überlegt, ob ich hier doch noch die Workbench jetzt mit runterstelle oder nicht, aber nee, ich lasse das jetzt so stehen. Fertig aus. Cool wäre es natürlich noch, wenn wir verhindern könnten, dass die hier durch können. Das können wir auch verhindern. Ich weiß auch schon wie. Nee, weil meine Überlegung war mich jetzt so Blacksmith hier unten, dass wir halt immer schön Eisenspitzen auf Vorrat haben, immer schön vorbereitet halten. Dass wir da nie irgendwie einen Mangel haben. Und wenn uns mal wirklich die Munition ein bisschen knapp werden sollte, dass wir dann wenigstens oben in sicherer Entfernung nochmal Pfeile herstellen können. In ganzer Not hat wieder Wooden Arrows. Bitte, 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 bitte. Jawohl, komm schon. Na, 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 nicht oben drauf. Also, wenn schon, dann ein bisschen anders. Ja, Stückchen noch nach vorne, so, vielleicht hier. Nee. Macht dann nicht so, wie ich das möchte. Schade. Ah, doch, jetzt hier. Komm noch einen Millimeter nach hinten. Millimeter! Das andere hinten! So, Freundchen, du kommst jetzt mal mit hier, ja? Da sollst du hin. Da vorne. Vielleicht gefällt dir das Wort besser. Nee, warte mal, hier. Bisschen eindrehen vielleicht. Ich will halt nicht, dass der hintere Balken da durch den Zaun so durchglitscht die ganze Zeit. Hier, hier passt es doch, oder? Jawohl. Aber hier kommt man trotzdem durch. Nee, dann passt es doch nicht. So, greif die Blacksmith erst nochmal ab da. Nur damit er die passt. Nein, meint nicht. So, jetzt, Mann, ist der innere Monk wieder zufrieden. Und dann wird hier noch irgendwann eine Haut aufgehangen und die bleibt dann einfach da hängen. Fertig ist. Sieht auch dekorativer aus, finde ich. Wie spät ist denn das schon wieder? Krass! Okay, Abendbrotzeit, wa? Ab nach Hause. Junge, Junge, Junge.
Meckert schon wieder mein Timer? Ist egal, machen wir ein kleines bisschen länger heute. Wird sowieso für mich heute die letzte Aufnahme sein. Letzte Aufnahmefolge. Also, die ich heute aufnehme, keine Sorge. So. Ein bisschen hektisch war ich die letzten zwei Folgen gewesen. Aber ich wollte auch eigentlich noch viel mehr schaffen. Und wie wir sehen haben, ging mal wieder alles schief. Ich werde mir noch gleich, wenn ich zu Hause bin und die Hühner auseinandernehme, erstmal aufschreiben, dass wir noch zwei Kupferbarren brauchen. So. Ja, machen uns aber erstmal wieder ein paar Hühnerkeulen auf Vorrat. Diesmal sind es nur zwei Hühner, das heißt, wir laufen nicht in Gefahr. Das ist uns vergammelt. Alter, warum hast du die Bremse nicht erfunden? Ey, gibt's doch nicht. Die Bremswege von dem Teil sind manchmal echt utopisch, wa? Weg da, weg da, weg da! Dusselig dämlicher! Okay, es waren zwei Querschüsse. So. Gut, zack. Euch brauche ich auf jeden Fall. Ist mir jetzt egal, wie lange das hier dauert. Halt, warte, Moment. Euch brauche ich auch noch. Ah, verdammt, jetzt habe ich die Dinger drüben liegen lassen. Diese Tree Scraps, wie heißen die eigentlich? Wood Scraps. Die habe ich jetzt in der neuen Base liegen lassen, verdammt. So, bis zu 2 Stunden war mal das Maximum, ne? Spalte mal ab. Ah, gut. Kohle, Kohle, Kohle. Oh Gott, jetzt habe ich auch den Ohrwurm. Entschuldigung. Wer das noch von früher kennt, von vor, oh Gott, 8 Jahren? Vom lieben Kollegen Gronk. Kohle, ganz wichtig. So. Habe ich kein Messer bei, ne? Doch, habe ich. Gut. Dann können wir nämlich jetzt die Hühner hier auseinandernehmen. Wird die Hälfte wieder auf dem Boden landen. Oh, doch nicht. Oh, war jetzt vielleicht nicht so ergiebig, wie erhofft. Na. Na. Achso, wir sind beim Fettrennen, deswegen. Okay, so geht es natürlich auch, wenn man es einfach daneben schmeißt. Ja. Dachte, ich hatte den Grill anvisiert. Würde mal sagen, einfach mal falsch gedacht, ne? So. Ich mache das hier absichtlich nicht so. Zu versuchen, das hier wieder mit Shift und Links zu machen, ne? Ja, toll. Jetzt wollte ich gerade einer Kita sagen, dass er ein paar Sticks herstellen soll. Dabei haben wir doch gerade erst die Werkbank umziehen lassen, ne? Das hat doch mal gut Kohle gebracht jetzt hier. Halt noch irgendwas zum Verholzen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Wooden Scraps deutlich mehr Holz bringen als das Firewood selbst. Ich kann mich aber auch täuschen. Medium. Wir warten noch kurz, bis das fertig ist. Jetzt schlachten wir das nächste Huhn. In der Zeit kann nämlich wieder weiter Kohle produziert werden. Sehr schön. Gut, dann halt, stelle ich mal lieber in die Raummitte. Harvesten. Zack. Oh, nochmal 5 Coin und 8 Federn. Ah, schon mal besser als nix. Ah, das hat er einmal fett fallen lassen. Schon wieder Nacht. So. Ja, stellen wir dann alles wieder schön vernünftig hin, wenn wir dann im neuen Zuhause sind. Ich habe übersehen, das ist natürlich doof. Ich dann passt ja, dass ich doch ein paar extra Steine jetzt bei habe. Fällt mir gerade so ein. Für die neue Lagerfeuerstelle. Ah, obwohl, Mensch, wir kriegen es doch aufgesammelt hier. Stimmt, ich hab's vergessen. Naja. So, Federn, Federn. Auf Benches kannst du erstmal reinhämmern hier. Das noch, das noch. Oh, ein bisschen haben wir mittlerweile. Aber nur ein bisschen.
braucht nur so verdammt viele Federn immer dafür. Warte mal, dass das hier durch ist und erstmal selber noch ein kleines Armbrot. Ah, guck mal hier. Zack, zack, zack. Immer natürlich die, die wir frisch vom Grill haben, die schmecken immer am besten. Kann er hier guckt. Ja, passt noch. Ja, du kannst natürlich auch droppen. Das macht genauso satt. Nochmal schön mit Dreckpanade. Kennt man doch. So. Dann war das aber echt wenig Fett, was rauskam, wa? Oder ist mir jetzt irgendwas hier noch irgendwo anders hin gespawnt? Nö. Nein! Hat er wieder in die Ofen gepasst. So. Das war ein bisschen zu viel, wie ich gerade sehe. Verdammt, waren ja mal 4 Scheite, waren für 2 Stunden, ne? Ah, verdammt, wie ärgerlich. Hat er sich gerade erstmal schön das Fleisch verdorben. Das war ziemlich mutig von mir, wie ich gerade merke, wa? Ah ne, keiner da. Bloß was anderes Hirnloses. So, gut ihr Lieben. Die Kohle zieht durch, beziehungsweise ist dabei durchzuziehen. Die schmeiße ich mir gleich mal zur Erinnerung hier ins Inventar rein, damit ich beim nächsten Mal dran denke, dass ich da ja noch was machen wollte. Dann würde ich sagen, wir sind erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet einfach sehr gerne morgen wieder rein. Ciao!